Daniela Katzenbergers peinlich Pics, Nogo oder mutig? Der Struwwelpeter bekommt Konkurrenz. Daniela Katzenberger, 31, ist dafür bekannt, dass sie keine große Schamgrenze besitzt. Die Kultblondine zählt zu den wenigen deutschen Promiladies, die ihren Fans keinen noch so unvorteilhaften Moment aus ihrem Leben verheimlichen. In den denkbar ungünstigsten Situationen zeigt sich das Reality-Sternchen beinahe täglich auf seinen Social-Media-Plattformen, ungeschminkt, gähnend, kaunt oder aktuell total verzaust. Aber wie kommen die nichts als die Wahrheit-Posts bei ihren Fans an? Während Promis wie Sophie Mais, 40, oder Jessica Pastzka, 28, ihre Leaks auf Instagram und Co. durch perfektes Aussehen generieren, setzt die Ehefrau von Lukas Cortalis, 50, auf eine andere Strategie. Neuestes Beispiel ist ihr Foto, das die gebürtige Pfälzerin kurz nach dem Aufstehen zeigt. Total verknittert, makellos, im Schlafanzug und mit sehr wilder Frise begrüßt sie ihre Kätzchen völlig ungeniert mit den Worten "Guten Morgen allerseits". Mir ist durchaus klar, dass sich jetzt viele fragen, warum postet man so einen Mist? Ganz einfach, weil es ist, wie es ist auf der Foto-Video-Plattform. Und diese Art von Posting kommt bei Dannys Followern an. Die Mehrheit der Fans feiern die Mama der kleinen Sophia, 2, für so viel Authentizität. Der frisch aus dem Bett Schnappschuss stößt sogar auf eine noch größere Beliebtheit als eingestelltes Modelpick der Wahlmallorca-Wienerin. Eine Tatsache, die auch von selbst nicht unbemerkt bleibt, wenn ein schöneres Bild weniger Leaks bekommt als ein hässliches. Aber mal ehrlich, Fotos wie diese sind es doch auch, die die Katze zu der machen, die sie ist, Deutschlands kultigste Blondine.